Wir haben auf jeden Fall gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft sind. Wir reden nicht von Stars, sondern von Teamgeist, sagte Bundestrainer Dagmar Siegertron nach dem 28:25:12 gegen Slowenien. Zum Abschluss spielt die Auswahl des deutschen Handballbundes, DHB, an diesem Montag, 16.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, gegen Afrika-Meister Ägypten in den Gruppen. Da wollen wir nochmal durchpowern, sagte Rückraumspieler Paul Brooks. Nicht einmal von gesundheitlichen Problemen hat sich der Europameister stoppen lassen. Kreisläufer Patrick Klimczek spielte, obwohl er von Magen-Darm-Problemen geschlagen war. Er war krank, schwer krank. Er hat vor dem Spiel gekotzt in der Kabine, berichtete Siegertron im Flugverein. Das zeigt man den Einsatzwillen und was die alles dafür tun, um weiterzukommen. Das macht mich stolz. Mehr noch als der Krise-Virus setzen den deutschen Spielern jedoch die Gegner zu. Außer gegen Polen mussten sie immer wieder Rückständen hinterherlaufen und Kampfqualitäten unter Beweis stellen. Wir wissen, dass wir eine Mannschaft sind, die zusammengeht. Dass wir in vielen Spielen schon gezeigt haben, dass wir wieder zurückkommen können, sagte Drucks, der bislang ein imponierendes Turnier spielt. Wir lassen uns nicht von irgendwas abhalten, von Spielmacher Martin Schelbel. So ließen sich die deutschen Handballer nach dem Siegen gegen Schweden und Polen noch von der unerwarteten 30:33 Niederlage gegen Gastgeber Brasilien nicht aus der Bahn werfen. Es ist gut zu wissen, dass man wieder ein gutes Spiel hingelegt hat nach der Niederlage, was für den Kopf extrem wichtig ist, meinte Brooks. Dabei hat der Europameister sein Potenzial noch lange nicht ausgereizt. Es ist noch Luft nach oben, bevor die Abwehr Rettung finden kann. Damit sprach der Delegationsleiter Bogdan aus dem Herzen. Es ist wichtig, dass die Mannschaft auch aus dem Unsinn lernt, den sie manchmal noch hat, sagte der DHB-Vizepräsident Leistungssport. Allein Kampfgeist, mannschaftliche Geschlossenheit und Einsatzwillen aber hätten nicht gereicht. Vielmehr hat Siegertron mit seinen Assistenten Axel Kröner und Alexander Hase akribisch an der Taktik getüftelt. Die Möglichkeiten durch die neue Regel, dass ein siebter Feldspieler für den Torwart eingesetzt werden kann, nutzt kaum eine Mannschaft so konsequent wie die deutsche. Wenn wir es brauchen, können wir es auspacken, sagte Strobel. Im Vorfeld wurde extra ein Seminar angesetzt. Wir haben einen ungewöhnlich starken Austausch mit einem großen Pool von Trainern gehabt, sagte Siegertron. Das Ergebnis ist für jedermann sichtbar, insbesondere an den schon vier Turniertoren von Schlussmann Andreas Wolf. Er hat extra an der Präzision beim Wurf auf schwere Tore über das gesamte Spielfeld gearbeitet. Das ist auch notwendig, weil es ein probates Mittel ist, um den siebten Feldspieler mindestens einzugrenzen, erklärt.